Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was ein Zufallsexperiment ist, wie man Ereignisse mit Mengen beschreibt und wie die Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov funktioniert. Unsere Ziele für dieses Video sind nämlich folgende: Einerseits werden wir Laplace-Experimente mit Mengen beschreiben und andererseits werden wir feststellen, was der Zusammenhang der Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov mit der Laplace-Wahrscheinlichkeit, die du vielleicht schon aus einer anderen Videoreihe von meiner Kollegin Tanja kennst, ist. Hier habe ich nochmal das Kästchen zum Laplace-Experiment eingeblendet. Kurz gesagt, ein Laplace-Experiment ist ein spezielles Zufallsexperiment, das zwei wichtige Eigenschaften erfüllt. Einerseits gibt es dabei nur eine endliche Anzahl von Ergebnissen, zum Beispiel der sechsseitige Würfel hat nur sechs Augenzahlen als mögliche Ergebnisse und der Münzwurf hat die zwei Seiten der Münze als mögliche Ergebnisse. Und die zweite wichtige Eigenschaft ist, dass jedes dieser Ergebnisse mit derselben Wahrscheinlichkeit eintritt. Bei einem Würfel hat jede Augenzahl die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel und bei der Münze zum Beispiel hat jede Münzseite die Wahrscheinlichkeit ein Halb. Und diese können wir auch berechnen. Mit dieser kleinen Formel. Wir dividieren immer die Anzahl der günstigen Ergebnisse für das Ereignis, das wir uns anschauen, durch die Anzahl aller möglichen Ergebnisse insgesamt. Und jetzt geht es hier mit unserem Arbeitsblatt weiter. Wir sollen jetzt also herausfinden, warum ist die Formel Anzahl günstige durch Anzahl mögliche dieselbe wie Anzahl der Ergebnisse in der Ereignismenge A durch die Anzahl der Ergebnisse in der Menge des Ergebnisraums Omega. Wieso bekommen wir die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A, also P von A, auf beide Arten? Warum ist das im Endeffekt dasselbe? Und dazu schauen wir uns den sechsseitigen Würfel an. Wir haben nämlich denen das Beispiel gegeben. Ich habe hier nochmal den Ergebnisraum eingeblendet mit den sechs Augenzahlen von 1 bis 6. Und nun haben wir hier die Teilaufgabe 1. Wir sollen bei dieser Rechnung hier alle Angaben vervollständigen. Also die sind ein paar Felder freigelassen und wir sollen das einfüllen, was noch fehlt. Wir haben auch hier diese Hinweise über den Ist-Gleichzeichen gegeben, dass wir die Eigenschaften 2 und 3 der Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov brauchen. Ich habe hier für dich nochmal die Box eingeblendet und die beiden Eigenschaften markiert. Ich würde dich jetzt bitten, das Video zu pausieren und einmal zu versuchen, das Ganze selbstständig zu vervollständigen. Den Vergleich machen wir danach gemeinsam. Gut. So, jetzt schauen wir uns das Ganze an. Wir fangen mal mit der oberen Zeile an. Hier steht nämlich, die Wahrscheinlichkeit für die Menge der sechs Augenzahlen ist gleich. Und uns sollte sofort ins Auge springen, dass das nichts anderes ist als die Wahrscheinlichkeit für den Ergebnisraum, weil hier ja alle sechs Augenzahlen drin sind. Das ist auch die zweite Wahrscheinlichkeitseigenschaft nach Kolmogorov, nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit für Omega, also für den Ergebnisraum, das sogenannte sichere Ereignis, gleich 1 ist. Das heißt nämlich nichts anderes, als dass mit Sicherheit eine dieser sechs Augenzahlen gewürfelt wird. Das heißt, wir können hier jetzt gleichsetzen, ist gleich 1. Dann schauen wir in die nächste Zeile weiter. Wir haben hier eine Summe der Teilwahrscheinlichkeiten für die Elementarereignisse, also für jede einzelne Augenzahl von 1 bis 6. Und hier haben wir auch als Hinweis gegeben, dass wir die dritte Eigenschaft nach Kolmogorov brauchen, nämlich, dass wir Ereignisse addieren dürfen, also die Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse addieren dürfen, wenn diese Ereignisse kein gemeinsames Ergebnis haben. Und da wir es hier mit Elementarereignissen zu tun haben, ist das auf jeden Fall der Fall, weil sich ja da nur um die einzelnen Augenzahlen handelt. Das heißt jetzt, wir schauen uns nur an, wie groß sind die einzelnen Wahrscheinlichkeiten dafür. Und wir wissen ja, dass jede Augenzahl beim sechsseitigen Würfel die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel hat. Also, das, was wir hier eigentlich stehen haben, ist einfach nur ein Sechstel plus ein Sechstel plus ein Sechstel und so weiter. Das Ganze sechsmal. Und das ergibt in Summe sechs Sechstel oder ein Ganzes. Und jetzt hier im zweiten Teil steht noch, jedes der sechs Elementareignisse ist gleich wahrscheinlich. Das haben wir ja gerade festgestellt. Also gilt jetzt Folgendes. Hier ist ein Feld freigelassen. Mal die Wahrscheinlichkeit für die Augenzahl 6 ist gleich 1. Also die Zahl, die wir hier suchen, muss multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit für den Sechser gleich 1 ergeben. Die Wahrscheinlichkeit für den Sechser ist die 1 Sechstel, also brauchen wir 6 Stück davon und können hier 6 mal einsetzen. Jetzt schauen wir noch in die letzte Zeile. Hier steht wieder die Wahrscheinlichkeit für den Sechser. Diese kennen wir ja schon, das ist ein Sechstel. Entspricht auch der Formel, die wir hier haben, nämlich die Anzahl der günstigen Ergebnisse, das ist eben diese eine Augenzahl, die wir haben möchten, der Sechser, durch die Anzahl der möglichen Ergebnisse, durch alle sechs Augenzahlen. Und jetzt sehen wir hier auch recht gut, wenn wir das mit der Anzahl der Ergebnisse in den beiden Mengen vergleichen, in der Menge A des Ereignisses ist ein Element drin und in der Menge des Ergebnisraums sind sechs Elemente drin. Und deswegen funktioniert diese Formel genau gleich wie die, die wir schon von den Laplace-Experimenten kennen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.